Hallo, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser wunderschönen Let's Play-Reihe zu Old World. Wir haben das Kolosseum abgeschlossen, aufgebaut und dafür haben wir nochmal 2 Siegpunkte bekommen. Und naja, das war auch der Grund, warum wir hier nichts weiter bauen konnten. Da hat unser Typ hier nämlich hier quasi mal eben das Kolosseum gebaut. Jetzt können wir theoretisch mal die Universität bauen. Ganz kurz dahin laufen, aber vielleicht können wir auch einfach was Neues bauen. Ich weiß auch nicht genau. Also ich glaube, wir sind wirklich durch mit den... Ich glaube, wir sind durch mit den Weltwundern. Wir haben einfach alle gebaut. Das ist es. Zwei Universitäten? Nee, da baut doch schon eine. Universität ist bereits vorhanden. Ja. Feste. Ministerium, Schießstand, Kaserne, Weiler. Ach, ich weiß es jetzt aber auch nicht. Dann bau halt hier mal einen Hain hin. Ist ja auch nicht die schlechteste Sache. Ich weiß nicht, warum wir das bekommen haben. Schauen wir mal. Euer Erbe ist gesichert. Wählt für euren Abkömmling einen Namen. Unser Sohn, endlich mal haben wir was zur Welt gebracht. Der guckt schon wieder so böse. Der hat schon diesen Nero-Blick. Komm, wir nennen den neuen Nero. Oh, ich mal ein bisschen durcheinander machen mehr das Ganze. Das Kolosseum, es ist vollbracht. Und wenn man einmal ein Teil der Menge war und vernahm, wie sich tausende Stimmen gleichzeitig erhoben, wird man nichts Vergleichbares mehr finden. Das Kolosseum bedeutet ein neues Maß an Unterhaltung für die Massen. Jung und alt, reich und arm, alle finden sich auf den kalten Steintreppen ein, um sich den üppigen, von euch unterstützten Spektakeln hinzugeben. Kämpfe, Exekutionen, Tierparaden. Das Kolosseum kann sogar geflutet werden, um Marineschlachten nachzustellen. Ernsthaft? Okay. Dieses Rom zu Ruhme gereichendes Monument wird nie vergessen werden. Die aufwendigen Inszenierungen eurer Dynastie werden auf ewig unvergessen sein. Wir kriegen +8. What the heck? Und Scribonia, eure Halbschwester und Statthalter von Rom, verbessern. Was kann sie denn bis jetzt gut? Na, Mut hat sie nicht so viel, das ist natürlich ungünstig. So, wir brauchen gleich ein paar Statthalter, deswegen ist es gar nicht so schlecht, ein paar Statthalter schon mal in Auftrag zu geben. Ich mache wieder wild durcheinander. Das sind alles so... Langbogenschützen. Ah ja, ich weiß jetzt aber auch nicht. Das kann man halt mal machen, aber das ist jetzt halt auch nichts, wo man irgendwie... Ne? Ihr versteht mich, ich weiß es. So. Nächste Einheit. Was ist das denn hier? Ein Hafen? Ja, machen wir ruhig einen Steinbruch. Was soll's? Oh wait, wir gucken da mal ganz kurz. Was? Oha. Achso, legendär. Benötigte Kultur legendär. Jetzt mal ernsthaft. Wo sind wir denn hier? Da, das ist... Wir sind ja im Leben nicht so weit. 21 Jahre. Hier, in Capua. Wir müssen nach Capua. In 3 Jahren wechseln wir hier... Ne, in 4 Jahren wechseln wir hier von mächtig auf... Bams. Ja, wundervoll. Müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Also in 3 Jahren. Und wie lange brauchen wir hier? 4 Jahre. Ne, in 4 Jahren. Capua. Sehr gut. Dann machen wir das hier und merken uns mal hier. Bauen wir das nächste Weltwunder, damit wir einfach hier Punkte machen. Also ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen würden, was ich sag mal eher nur schwierig möglich ist, ja, aber wenn wir das machen würden... Sieben Jahre, das ist schon eine Hausnummer hier. Dann sind wir da relativ schnell durch mit dem ganzen Spiel hier, wa? Meisterphilosoph. So.
Da haben wir jetzt mal was investiert, sagst du? Ja, die ganzen Militäreinheiten. Können wir auch erstmal nichts anderes machen, ne, als jetzt hier 3 Jahre noch für den Siedler. Puh, letzte Folge, unfassbar lange gebraucht für 4 Jahre. Jetzt gleich das erste Jahr in 5 Minuten abgerissen. Geil. Ich habe übrigens in der Pause geguckt, die 3 Paläste kontrollieren. Hier die Ambitionen da oben. Das wird nix. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird nix. Das wird nix. Wir brauchen nämlich quasi eine legendäre Stadt. Und wir haben jetzt gleich die von Capua, ist die zweite, ja. So, Griechenland kämpft mit den Vandalen, das ist okay. Und Krieg und Kusch und die Gallier, oh je. Hier ist schon wieder ein Statthalter tot. Hm. Jetzt das Oberhaupt des Judentums. Mhm. Naja, machen wir mal weiter. Nun, da Herzog Keso seine philosophischen Studien abgeschlossen hat, wie soll er uns denn helfen? Der könnte als Kanzler dienen. Der hat einfach mal... Oder hier? Ja, hier. Bam, bam. Neuen Statthalter wählen. Warte mal. Wählen wir doch erstmal Kanzler. Das ist ein Botschafter. Ach, shit. Nee. Falscher Knopf. Da wollte ich hin. So, hier hätten wir Lucius von Siscia. Plus 30 Ansehen bei einer Nation, plus 5 Ansehen bei einem Stamm, minus 10 Ansehen bei einer Religion. Was denn hier mit ihr? Die können ja noch viel mehr. Plus 65 Ansehen bei einer Nation. Nein, wir gehen mit dem Jungen. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht mal irgendwen beeinflussen können. Zum Beispiel die Perser hier. Die Perser sind so im Mittelfeld. Karthago ist auch jetzt nicht die schnellste Torte. Was können wir denn hier machen? Wir könnten die beeinflussen. Wir könnten aber mal ganz kurz gucken. Ja, nee, machen wir das mal. Tribut fordern. Nein, beeinflussen einmal. Okay, Statthalter gestorben. Wollen wir nach Ambrakia? Ich denke nicht. So. Jetzt wie immer die ganzen Dinger hier durchklicken. Das ist ein bisschen lästig. Das gebe ich auch zu, aber... Bauen die einfach immer weiter? Jetzt mal ernsthaft, die bauen einfach immer weiter, oder? Das ist ja gar nicht ein Auftrag. Capua. Capua hat zu wenig Steine und zwar echt ziemlich viel zu wenig. So. Huiuiui. Okay, da habe ich jetzt mal was eingestellt. Müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen ausgleichen. Der kann eigentlich auch mal einen Turm bauen. What the heck? So. Naja, diese Stadt ist leider aufblühend. Was heißt leider? Das ist natürlich schön, dass die aufblühend ist, aber das braucht 20 Jahre, bis die da durch ist. Da müssen wir mal gucken, dass wir das alles ein bisschen schneller herkriegen jetzt. So, hatte ich die nicht schon durchgeklickt? Naja, wir können keinen Statthalter mehr benennen. Das ist ja wieder super. Hm. Na dann, beenden wir das Jahr. Mist aber auch. Wirklich mal. Ich glaube, diese Woche gibt es nur 3 Folgen.
Es wechselt sich ja immer ab mit Red Dead Redemption. Diese Woche 3 Folgen Outworld und 4 Folgen Red Dead Redemption. Eigentlich so eine schlechte Sache, ne? Eigentlich keine schlechte Sache. So, bam 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 bam. Rebellen gebildet. Kanzlerin Aurelia ließ sich in die Stadt überhaupt an den Missständen informieren. Dum, 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 dum. Oh, jemand ist schwer krank, naja. Vertrauen aufbauen. Ein Bote oder eine Botin in dem Fall. Aus Assyrien kommt an, eure Taten überzeugen uns davon, euren guten Absichten zu trauen. Lasst uns dieses Vertrauen ausbauen. Wir sollten Frieden schließen. Frieden mit Assyrien. Ja, warum auch nicht, ne? Ein Söldnertrupp mit Kriegselefanten ist in der Hauptstadt eingetroffen. Sie bieten sich an, uns anzuschließen, wenn die Bezahlung stimmt. Nöp. So. Neuen General wählen. Ja, ist okay. Ich glaube, wir wollen erstmal keine Generäle. Das ist okay, sag ich dann mal. So, warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schicken die jetzt mal in den Schlaf. Genau, so. Nächste Einheit. Schlafen. Damit wir das nicht jedes Mal machen müssen. Ich meine, ich verstehe schon, das ist dann zum Zugucken wahrscheinlich auch nervig. Und für mich jetzt langsam aber auch. Ja. Oh, wait. Mir jetzt anders überlegt, hier wird nicht geschlafen, hier wird angegriffen. So. So nämlich. Der bleibt auf jeden Fall mal da. Wir warten hier auf den Siedler. Da machen wir jetzt mal das. Du schläfst auch mal. Genau. Du kannst auch mal schlafen. Wir halten halt hier sowieso den Standort quasi. Du gehst auch schlafen und dann können wir das Jahr beenden. So einfach ist das. Nein, natürlich nicht. Wir gucken jetzt nochmal nach dem Statthalter. Wir müssen die alle besetzen, finde ich. So. Ja, weil Statthalter bringen ja halt auch was. Deswegen sollte man das jetzt nicht einfach so versuchen zu ignorieren. Wir haben halt nur sehr wenig Stadtkapital. Das ist leider ein Problem. Da müssen wir vielleicht mal was dran tun. Uns fehlen noch 16 Punkte. Das sind 8. Das sind einfach nur... Oh Gott, jetzt hat... Karthago hat auch 40 Punkte. Krass, da oben die Punkte, ne, habt ihr im Blick. Die Einflussmission von König Postumus hat zu einem Ergebnis geführt. Herzogin Antonia zur Welt gebracht. Hervorragend. Der Tiberius... 26 ist konvertiert und das Judentum angenommen. Na, wir müssen irgendwann mal gucken, ob wir nicht auch zum Judentum gehen. Statthalter ist krank. Er ist bewusst, dass er sich schwer, der ist sich bewusst, dass er schwer krank ist. Das ist schwierig. Oh, hier ist einer nicht mehr schwer krank. Statthalter Vibinius hat überlebt. Sehr gut. Königin Parisatis, die Ehrgeizige von Persien, wird von euch umworben und nach vielen Tagen, die ihr damit verbracht habt, gemeinsam eure neuesten Pläne zu schmieden, werdet ihr das Gefühl nicht los, dass mehr hinter ihrem Lebensstil stecken könnte. Denn wenn der König allen anderen nicht einen Schritt voraus ist, sollte er sich auch nicht erwarten, am Ende als Gewinner dazustehen. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Wer ist sie denn? 76, oh je. Diesen neuen Lebensstil auszuüben, würde gewisse Vorteile mit sich bringen. Zum Beispiel mehr Verständnis für die Bedürfnisse von Parisatis und darüber, wie ihr sie in die Pflicht nehmen könnt. So, die Ehrgeizige soll an mich gebunden sein, damit ich niemals Schwäche zeige. Die Königin steht in der Schuld. Der Architekt ist jetzt skrupellos. Dann geht hier gleich das Ding runter, oder wir bekommen einfach 2 Disziplinen. Das werde ich nicht tun, Königin Parisatis. Die Ehrgeizige von Persien wird keinen Einfluss auf mich haben. So nämlich. Wo sind wir denn hier? Hier müssen wir hin. So, Rom.
Ach, was für eine schöne Stadt. Wir haben den Siedler fertiggestellt. Das ist natürlich schön. Der kann schon mal gleich da hochgehen. Hervorragend. Der Tag ist gekommen, es wurde für alles gesorgt. Unterhaltung, Blumen, Tänzer und auch Tiere, wie man sie in Rom noch nie gesehen hat. Es stehen Feierlichkeiten zu Ehren der glorreichen Jahre von Herrschaft Postumus bevor. Nun muss nur noch entschieden werden, welchen Gästen die größten Ehren zuteil werden sollen. Statthalter Gnaeus der Jüngere und der Kanzlerin Aurelia von Aquitanus. Wenn Gnaeus keinen Ehrgeiz erhält, kann ich mir das noch ewig anhören. Ehrenplatz, Entschuldigung, ich weiß nicht, was los ist. Euphemios weiß wirklich, wie man aus einer Feier eine Feier macht. Redner. Der ist aber noch gar nichts. Männlich, Alter 35. Wir nehmen die beiden hier. Die Festlichkeiten fühlen sich an, als würden sie nie enden. Schon lockt der 10. Gang, als Kanzlerin Aurelia von Aquilela das Wort ergreift. Oh, ihr müsst unbedingt diese Fischsoße probieren, eine Spezialität der Julia. Ich fürchte, ich muss mich zurückziehen. Wunderbar, sind das tatsächlich fünf verschiedene Sorten? Kanzlerin schmeichelt sich ein bei König Holtedum. Ja, machen wir das. Pilger des Judentums aus der Stadt Escus besuchen euren Hof mit einer ungewöhnlichen Bitte. Sie möchten eine Flottille von Segelschiffen bauen und unser Land für immer hinter sich lassen. Sie fühlen sich seit vielen Jahren schlecht behandelt und unterdrückt und hoffen deshalb, in einem fernen Land eine neue Heimat zu finden. Das ist ungünstig. Das Judentum verbreitet sich auch in Hormizat. What the heck? Machen wir das. Für 100 Bäume sind wir den ganzen Kram los. Gnaeus, euer Familienmitglied und Statthalter ist immer noch. Entfernter Erbfolger. Naja, gut. Achso, wir müssen ihn. Tja, was machen wir denn da mit Gräber? So. Theater bauen. Ja, auf jeden Fall bauen wir hier ein Theater. Das ist auf jeden Fall die richtige Variante. Wir müssen nämlich, ihr wisst, so schnell es irgendwie geht, die ganzen Städte nach oben bringen. Sehr gut. Den können wir befördern. Rar. Rar. Finde ich schon irgendwie witzig, oder? So, was haben wir denn jetzt noch hier offen? Hier Rom muss noch. Ja, ist jetzt wirklich ein bisschen die Frage. Was müssen wir jetzt eigentlich hier noch bauen? Ne? Wir haben halt alles quasi schon wirklich bis zum Anschlag. Regio muss auch mal ganz dringend das hier machen. 17. Ja, vor allem brauchen die hier irgendwie Freude oder sowas. Da müssen wir mal gucken. Das gefällt mir hier nicht mit der Unzufriedenheit. Das gefällt mir gar nicht. Ein Lager, eine Garnison. Warte mal, eine Garnison war Statthalter, ne? Oder Deon 5 Jahre lang, 4 Jahre lang. Ne, ich glaube, ein Statthalter ist the way to go. So, nächste Einheit. Du gehst auch mal schlafen. Du kannst einfach stehen bleiben. Und du gehst auch mal schlafen. Wir haben ja nichts. Nichts zu tun, quasi, ne? Weil wir einfach auch nicht mit irgendwie im Krieg sind. Das haben wir einfach richtig gut gemacht.
klicken noch mal ganz schnell die Städte durch. Nur mal zu gucken, ob die Statthalter alle da sind, wo sie sein sollen. Ja, gut, dass wir nochmal geguckt haben, ne? Der kann hier auch nochmal Cornelia können wir reinschicken. Ja, machen wir. Sehr gut, dann geht das nämlich wieder runter. Gut, und ja, beenden. Also jetzt rauschen wir tatsächlich doch ganz schön durch die Jahre. Es ist halt echt so eine Sache von mehr Siegpunkte. Karthago hat uns echt aufgeholt. Das ist ja echt crazy shit. Zumal die auch gar nicht so richtig gut. Wir gucken mal, wie viel. Die haben 9. Wait, das sind wir. Die haben 16. Die haben 16 Städte. Ich habe gleich eine Stadt mehr, dann kriegen wir da ein paar Punkte dazu. Persien ist auch zum Judentum übergegangen. Er ist fromm. Oh, Sevilla von Roma ist krank und Gaius ist schwer krank. Statthalterin Drusilla erscheint am Hofe und schwärmt von einem Text, den sie von Reisenden aus dem Osten erhalten hat. Diese Sammlung heiliger Schriften sind die Lehren des Gottes des Judentums. Eure Neugier ist geweckt und ihr beschließt, einen Teil selbst zu lesen. Jünger des Judentums in Capua erhalten. Oder 460 Stadtkapital. Drusilla 20 Jahre lang und wir kriegen eine Disziplin. Machen wir mal. Und da ist sie auch schon wieder, die Drusilla. Ja, das ist jetzt nicht schlecht gerissen. Ist sie Statthalter von Capua? Karawanezugriff, Ländereien. Oder Lager und Netze. Oder als Statthalter Kulturstufe hier. Mehr Geld ist mehr Reichtum. Ja, alte Weisheit, sag ich euch. Mehr Geld ist gleich mehr Weisheit. Weisheit. Ach, Reichtum, ihr wisst schon. Was redet der Mann da? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder einen Vorsprung. Karthago hat echt aufgeholt. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir richtig gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aufstand, ein Legionär. Ja, wollen wir mit denen kämpfen jetzt mal ernsthaft? Ist aber auch ein Problemchen, also wirklich mal. Kaltbadehaus Amphitheater. Amphitheater. Amphitheater benötigt Kultur mächtig. Apollonia ist, kann man das hier irgendwo sehen? Verbunden, Claudi, Judentum, Bergarbeiter, aufblühend, ja, nichts mächtig. In 4 Jahren sind die mächtig. Das heißt, jetzt können wir da locker noch irgendwas bauen für 4 Jahre. Okay, dann bauen wir doch hier noch schnell was rein. So, dann kümmern wir uns dann nach um Apollonia. Da steht auch noch einer ohne Gedöns. Die sind mächtig. Aber hier können wir auch nichts bauen, das gibt's doch nicht. Können wir hier nichts bauen? Palast, hier, guck mal, so nämlich. Ne, benötigt Kultur, legendär, so nämlich. Markt. Okay, ja, da haben wir 4,1, okay. Ein Amphitheater. Ja, machen wir das mal. Wir müssen uns irgendwie da durchschleusen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir überhaupt noch was großartig erforschen können. Wir machen zwar. Warte mal, haben wir nicht. Nee, das ist es nicht. Hier. Das ist es. Rechtswissenschaft. Ja, genau, sowas. Achso, das ist der Aufstand, ne? Das hier ist halt quasi die nächste Stufe. Das ist es dann auch schon. Guck mal an. Krass, dann haben wir das komplett durchgedingst. Also hier gibt es tatsächlich nur noch Militäreinheiten. Ja, sehe ich das richtig? Das ist natürlich krass. Das würde nämlich bedeuten, dass wir hier auch eine ganze Menge freigeschaltet haben. What the heck?
Schaltet Dekrete frei. Staatsreligion übernehmen. Göttliche Herrschaft. Hier zum Beispiel bekämen wir eine... hier, wie heißt das nochmal? Zufriedenheit. Alle Städte mit einem Schrein bekämen quasi eine Zufriedenheit dazu. Das ist natürlich nice. Aber... Wir gucken mal, ob wir nicht irgendwas finden. Das hier ist doch hier. Alle Städte mit der Bibliothek. Wir kriegen einfach plus 46 irgendwas dazu. Guck mal. Plus 15. Das hier ist hier richtig nice. Gewölbebau. Also Kalligrafie, das können wir uns schon mal merken. Da kriegen wir nämlich auf jeden Fall mehr. Hier, wie heißt denn das eigentlich? Kultur, genau. Gucken mal, ob wir sonst noch was haben. Wir gehen nicht so sehr auf Religion tatsächlich. Dann machen wir das. Pams. Und das kostet uns, Momentchen mal, das kostet uns Unterhalt, ja? Ist das hier der Unterhalt? Minus 42, was heißt denn das? Ja, Unterhalt, minus 42, what the heck. Okay, das ist natürlich arg. Vor allem arg schlimm. Huiuiui. So, da müssen wir mal gucken. Also, hier sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht legendär, oder? Doch, wir sind legendär. Das ist ja schön. Dann können wir doch das Pantheon bauen hier. Bauen wir das doch einfach mal. Wie wär's denn hier mit dem Wein? Ne, warte mal. Hier mit dem Steinbruch. Kapo, wie wär's denn mit hier? Können wir das hier bauen? Heilige Städte. Ach, da fehlen uns jetzt die 300 irgendwas. Oh. Okay. Dann müssen wir das mit dem Gesetz leider wieder zurücknehmen. Hier, hier, hier. 16.000 irgendwas. Das ist natürlich eine Ansage hier, ne? Wie wär's, wenn wir das hier bauen? Das kostet bei mir 17 Jahre. The fuck. Wie geht denn das jetzt hier? Wieso geht denn das nicht? Vielleicht geht das nicht auf entfernt die Wälder. Ach, das ist immer das Gleiche mit dem blöden. Ja, genau das will ich halt. Das ist jedes Mal leider das Problem. Man nicht so ganz checkt. Warum baut's das nicht, ne? Komm, hier alt halten habe ich. Geht nicht. 450 Bäume. Wir haben genug Bäume. 6400 müssen wir haben, alles klar. So, bitteschön jetzt hier. Uff, was für eine Geburt. Schwierig, schwierig. Aber das heißt, wir kriegen hier nochmal zwei Punkte. Dann sind wir bei 44. Und hier hatten wir ja dem letzten reingeschaut. Aber wir können sehen, wann wir hier weitere Punkte machen. Und wir sehen ja auch die Unzufriedenheit. Das ist natürlich auch krass.
Also gut, das ist natürlich auch krass viel, dass wir da noch was, ein bisschen was zu tun haben. Was ich mir auch dachte, genau, wir gehen mal eben hier hin und gucken mal, ob wir nicht den einen oder anderen vielleicht mal... Sikia, okay. Und wo ist denn hier Sikia? Da ist Sikia. Einkehr kann ja auch nicht schlecht zur Staatsreligion konvertieren. Benötigt hat Staatsreligion. Habe ich keine Staatsreligion? Konvertieren. Ah ja, würde mich 100 kosten. Wir sparen das mal, weil wir ja das Gesetz haben wollen. Ne? Ach ja. Es geht auch drunter und drüber. Also, aber gut. Ich habe so das Gefühl, wir kommen so ein bisschen in Schwung. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Wir müssen halt auch was tun, damit wir an der Spitze bleiben. Wir führen halt einen Punkt vor Karthago. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Da müssen wir mal sehen. Aber wir nähern uns jetzt dem Ende dieser Folge. Wir gucken mal nur, ob nicht noch irgendjemand stirbt. Ein Event haben wir schon mal. Schon mal spannend. Da oben steht auch Karthago an der Türe. Kann das sein? Assyrien und Skythen herrscht jetzt Krieg, das ist okay für mich. Und General Dudelum ist, er ist schwer krank. So, lass doch nochmal ganz kurz gucken. Ist das Karthago? Ja, tatsächlich. Karthago heizt hier den Galliern ein. Wir nutzen, naja, wir nutzen das natürlich auch scheiße. Ich sag mal so, wir gehen mal mit hier hoch. So. Und gucken mal, sobald die Gallier jetzt hier raus sind, oder wir können die ja auch umstellen, dann können die eigentlich nichts machen, die Karthagoaner. Keine Ahnung. Egal, das werden wir im nächsten Part klären. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.